Wir schwitzen alle und da hilft nur ein Ventilator. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Technikkanal und schön, dass ihr bei mir eingecheckt habt zum neuen Video. Es ist wirklich warm draußen, das wissen wir nun alle, ne? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und vor kurzem, vor 3 Wochen, habe ich nochmal einen kleinen Ventilator angeboten bekommen. Und meine Frau fand den ganz interessant und hat gesagt, den organisieren wir für mich im Schlafzimmer, weil er ist sehr leise und hat 4 Stufen. Und zu diesem Video würde ich euch gerne mitnehmen. Das ist Akku betrieben. Also wieder aufladbar und hält auch recht lange. Und ich hoffe, ihr habt Lust und Bock und jetzt geht's ab zum Ventilator. Check, viel Spaß beim Video. So, da ist das gute Stück erstmal. Der kommt natürlich schön verpackt bei euch an. Das ist ganz klar. So, nochmal von der Seite. Er hat hier einen Typ-C-Anschluss, was ich echt immer sehr von Vorteil finde. Ladekabel ist natürlich auch bei. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das ist. Das war ein relativ, ich glaube, um die 50 cm, wenn ich mich nicht irre. Hier unten ist nochmal das Ganze gekennzeichnet mit CE, wie üblich, ne? Und sieht so ganz schick aus. Zu den technischen Daten, der wiegt 550 Gramm, derzeitiger Preis knapp 30 Euro, die ist auch wert, das kann ich euch schon mal sagen. Er hat eine lange Laufzeit, hat einen Akku von 4000 mAh, das heißt, er hält zwischen 5 und 12 Stunden. Je nachdem, wie man die Stufe einstellt, dementsprechend lange hält er. Wir hatten ihn jetzt auf Stufe 1 bis 2, dann hat er den ganzen Tag Nachmittag durchgehalten. Oder naja, so eher auf Stufe 1. Bisschen schmuddelig gerade, dachte ich. Na, wieder fettige Finger gehabt. Entschuldigt. Farbtechnisch gibt es den in Grau, hier Grau, Silbergrau mit Weiß oder auch in Schwarz. Ne? 4 einstellbare Stufen und das schauen wir uns gleich mal an. Wir haben hier zum Schwenken das S, zum Einschalten einmal kurz drücken, kriegen wir Stufe 1. Ne? Was ich hier noch gut finde, wir kriegen die Ladeanzeige zu sehen. Wir können den natürlich hoch und runter machen. Hier können wir das vielleicht ein bisschen besser sehen, dass wir hier eine Ladeanzeige haben. Ich habe ihn gerade frisch geladen. Zu den Ladezeiten, wir kommen ungefähr so auf 3 bis 4 Stunden, dann ist er wieder voll. Ja. Man kann ihn natürlich dann auch noch weiter betreiben, indem man dort, ich demonstriere das einfach mal, hier ein Ladekabel anschließen. Dann läuft er natürlich weiter. Das ist jetzt Haus aus, ich habe immer ziemlich lange. Hier haben wir einen Typ C. Und wir können das dann auch gleich weiter betreiben. Ja. So ist. So, wir stellen ihn jetzt erstmal hin, wie man ihn so normalerweise stehen hat. Dann haben wir Stufe 1, 2 einmal drücken, 3. Der PC ist lauter als der Lüfter. 3, leichte Vibration drin, ne? 4, aus, einmal drücken und dann können wir ihn schwenken. Ich lasse mich jetzt gleich erfrischen. Es wird ein sehr kurzes Video. So, da macht er schon richtig Dampf. Hört selbst. Also wirklich sehr leise. So, wie üblich mache ich immer meinen Papiertest. Mal schwenken aus, drehen ihn um. Und ich hole mir ein paar Blatt Papier. Das sind 2 Blätter. Das ist schon heftig. Ich stelle die mal weiter zurück, dass wir das besser verfolgen können. Da drückt er schon ganz schön. Ich gehe einen weiter. Aus. Du musst dazu erstmal. Ah! Nicht schwenken sollst du nicht.
Stufe 2. Ich muss schon gegendrücken. Da ist schon ordentlicher Druck gegen. Das merkt man auch, wenn man die Hand gegenhält. Da kommt schon gut was raus. Den Preis finde ich wirklich akzeptabel hierfür, weil er tut wirklich leise seinen Dienst. Na, ich kann dem wirklich auch sagen, das ist mein schönes Stück. Ich hatte euch ja schon vorher den anderen gezeigt, der ist schon super. Und er ist natürlich mobil, das heißt, man kann ihn überall mitnehmen, das ist praktisch. Nachteilig finde ich hier, man soll den hier irgendwie lösen können. Das habe ich einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Da ist was zum Drücken, aber ich kann mich hier... Hört man? Ich kann hier bewegen, wie ich lustig bin, kriege ich nicht gebacken. Vielleicht bin ich einfach zu dumm dazu. Dem einen oder anderen wird es natürlich sagen, es ist noch interessant, was habe ich überhaupt für einen Durchmesser? Wir haben ja einen Flügeldurchmesser von circa 13 cm. Gesamtdurchmesser sind hier 17 mit Gehäuse. Ja, 13,5 ungefähr. Also ich stehe jetzt hier hinten auf Stufe 2 und ist es spürbar. Aus. Hier hinten merke ich es noch, ich bin ungefähr 2 Meter weg. Stufe 2, 3, 4. Und auch hier kriege ich aus 2 Meter noch richtig ordentlich Dampf. Und leise. Gut, kurzes Video. Wie gesagt, wir kommen dann gleich zu meinem Endreview. Bis gleich. So, da gibt es ein klares 5 Sterne von mir. Da gibt es nichts dran zu mäulen. Verarbeitung ist gut. Nachteilig finde ich halt dieses Öffnen von dem Dings. Aber deshalb, vielleicht bin ich zu dumm oder ich habe es einfach nicht rausgenommen. Es geht unheimlich. Ich krieg's nicht hin. Normalerweise soll das aufgehen. Wie das genau ist, konnte ich auch in der Bedienungsanleitung nicht finden. Leistung 4000 mA ist schon heftig für einen Akku. Dass da, der hält also wirklich lange. Ich glaube, Stufe 1 bis 2 haben wir den ganzen Nachmittag laufen lassen bis späten Abend. Den konnte man ins Bett stellen und meine Frau hat sich dann daran noch abkühlen können. Beim Fernsehen gucken oder sie guckt halt gern so mal aus dem Bett Fernsehen. Das ist auch kein Staatsgeheimnis. Verarbeitung kann man wirklich gut bezeichnen. Wir haben einmal den Knopf zum Drücken für Schwenken. Wir haben 4 Stufen und da pustet er für seine 13,5 cm Ventilator schon richtig gut was raus. Wenn ich hier sitze, ich kann den jetzt auch noch ein bisschen hochstellen, Haare im Wind. Ich bin ungefähr jetzt 1,20 Meter ungefähr weg. Denn erfrischt das. Natürlich ist es besonders gut, wenn man jetzt hier so am Bürotisch oder was weiß ich oder unterwegs ist, ist das wirklich eine tolle Sache. Er ist mobil, man kann ihn mit rausnehmen und sich am Strand oder was weiß ich da noch ein bisschen mit berieseln lassen. Wichtig war mir, dass er nicht so laut ist. Na, das hat man ja meistens bei Ventilatoren. Ich brauche das hier nicht, wir haben hier einen großen. Also von mir absolute Produktempfehlung. Sieht schön optisch aus. Ich finde hier nichts Negatives dran und deswegen kriegt ihr von mir voll den Daumen hoch und eine Weiterempfehlung. Das Produkt findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Da ich den gestellt bekommen habe, ist natürlich wieder Werbung eingeblendet, damit ich keiner hinterkriege. Wäre schön, wem es interessiert, diesen Link zu nutzen. Damit supportet ihr den Kanal. Wir können es gut gebrauchen für neue Projekte. Ihr müsst deswegen aber nicht mehr bezahlen. Da ist schon mal ein Hinweis drauf. Ihr könnt euch da einkaufen, wo ihr gerne möchtet. Solltet ihr Fragen haben, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ich es beantworten kann, mache ich das natürlich gerne. Nächstes Video ist am Start und für die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. So, das ist soweit von meiner Seite mit dem Ventilator und mit dem kleinen Kurzvideo. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es das dann getan hat, lasst ein Abo da und hebt einen Daumen in die nördliche Richtung, wenn euch die Technik natürlich interessiert. Ich kann mich nur verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, wie auch immer. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Technikcheck hier auf dem Kanal. Macht's gut,
Passt auf euch auf und bleibt vor allen Dingen gesund. Bye, bye.